Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Notenlehre für Schlagzeuger. Ein sehr kontroverses Thema, vor allem für Einsteiger. Zwei Sachen vorab, die Notenlehre für Schlagzeuger ist wirklich sehr, sehr einfach. Und wir kommen tatsächlich nicht wirklich drum herum, wenn es darum geht, wirklich kreativ zu werden und das Ganze drumherum zu verstehen, was das Thema Schlagzeug mit sich bringt. Dies ist natürlich nur ein Crashkurs zum Thema Notenlehre und dieser beinhaltet die vier wichtigsten Notenwerte, die wir für den Einstieg brauchen. Zum einen Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntelnoten und Triolen. Die vier folgenden Beispiele sind aus meinem Schlagzeuglehrbuch The Drum Book und alle basieren auf einem Viervierteltakt. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Taktarten, aber zum Großteil, vor allem am Anfang, geht es hauptsächlich um Viervierteltakt. Im ersten Beispiel geht es um die Viertelnoten und hier haben wir ein kleines Arrangement am Start, welches aus drei Takten Rhythmus besteht und ein Takt füllen. Fangen wir mal ganz von vorne an, wir haben die zwei Balken am Anfang. Das ist der sogenannte Notenschlüssel beim Schlagzeug. Dann kommt der Bruch, 4 Viertel. Das bedeutet, im Zähler haben wir die Anzahl der Schläge pro Takt. 1, 2, 3, 4. Dann ist Schluss, dann geht es von vorne los oder weiter, je nachdem, dann geht es in die Wiederholung. Und der Nenner sagt uns, welcher Notenwert die Grundschläge repräsentiert. In dem Fall sind das die Viertelnoten. Wir haben quasi vier Schläge, die von Viertelnoten repräsentiert werden. Dann haben wir den dicken und den dünnen Balken mit dem Doppelpunkt, bedeutet quasi Klammer auf. Und am Ende der Zeile haben wir dasselbe nochmal in die andere Richtung, Klammer zu. Alles, was dazwischen gespielt wird, wird wiederholt. Legen wir mal los mit dem Symbol der Schlagzeugnotation. Ganz oben auf der ersten Linie haben wir die Kreuze, vier kleine Kreuzchen, welche für die Hi-Hat stehen. Diese werden viermal angeschlagen. 1, 2, 3, 4. Dann ist der Takt zu Ende, dann kommt ein neuer Takt. Dann haben wir in der letzten Spalte ganz unten die Bassdrum. Und diese wird auf 1 und 3 geschlagen bei dem angezeigten Beispiel. Und auf 2 und 4 haben wir die Snare, die ist in der zweiten Spalte von oben. Kommen wir nun zum aufbauenden Prinzip von solchen Rhythmen. Man soll natürlich nicht alles gleichzeitig spielen. Deswegen fängt man erst mit der Hi-Hat an, dann kommt der Fuß dazu, dann die Snare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dieser Takt wird zweimal wiederholt. Wir haben zwei zusammengeschobene Takte mit so einem Prozentzeichen in der Mitte, das man sagt auch Faulenzer dazu. Hier wird sozusagen im zweiten und im dritten Takt der erste Takt wiederholt. Wir spielen ihn insgesamt dreimal. Im vierten Takt kommt dann der sogenannte Fill-In. Das Schlagzeugspiel unterscheidet man eigentlich immer nur in zwei Elemente. Die Rhythmen und die Fill-Ins. Alles andere daraus sind Kombinationen und Variationen. Die Rhythmen, das sind diese Figuren, wo die Leute zu tanzen, zu klatschen, sich bewegen, den Kopf nicken und so weiter. Und die Fill-Ins sind so kleine Zwischenstücke, kleine Mini-Drum-Soli oder dienen auch für die Übergänge zwischen Strophe und Refrain oder einfach für die Abwechslung. Bei dem Fill-In spielen wir auf der 1 die Snare, auf der 2 die Tom 1, auf der 3 die Tom 2 und zum Schluss auf der Zählzeit 4 die Tom 3. 1, 2, 3. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen, was die Anordnung der Instrumente anbelangt. Nicht jeder setzt die Bassdrum in die letzte Spalte. Nicht jeder setzt die Hi-Hat oben auf die erste Zeile. Manchmal wird das auch ein bisschen verrückt, je nachdem, was man gerade für ein Lehrbuch in der Hand hat oder welchen YouTube-Kanal man guckt. Meistens ist es selbsterklärend und man fuchst sich da eigentlich immer relativ schnell rein. Und wenn es gar nicht geht, hat man meistens nochmal so einen Notenschlüssel am Anfang eines Lehrbuchs oder ähnliches, wo man sich dann nochmal ein Bild machen kann, in welcher Zeile und auf welcher Linie welches Instrument notiert ist. Kommen wir nun zu der ganzen Zeile. Wir spielen dreimal den Rhythmus, einmal den Fill-In. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und somit haben wir den ersten Rhythmus mit Fill-In gespielt. Alles auf Viertelnoten basiert. Eine sehr einfache Geschichte. Kann man schnell nachspielen. Auf die Wiederholung verzichte ich jetzt mal aus Zeitgründen. Wir gehen direkt zu den Achtelnoten. Das folgende Beispiel bei den Achtelnoten stammt auch aus meinem Schlagzeuglehrbuch The Drum Book aus dem Kapitel 531, Achtelnoten mit Fill-Ins. Und hier haben wir dasselbe Arrangement, drei Takte Rhythmus, ein Takt Fill-In. Und bei Achtelnoten muss man sich das so vorstellen, wir haben ja vorher die vier Viertel gehabt. Man stelle sich eine Pizza vor, man schneidet sie in der Mitte durch, man hat zwei Hälften, zwei halbe, und schneidet sie nochmal so durch und wir haben vier Viertel, der Takt ist voll. Und wenn wir diese Pizzastückchen jetzt nochmal jeweils halbieren und damit durchschneiden, haben wir acht Stückchen. Also haben wir acht Achtel. Mathematisch gesehen dasselbe wie vier Viertel. Ein Ganzes und der Takt ist voll.
Wir schieben jetzt sozusagen zwischen den Zahlen, zwischen den Grundschlägen jetzt immer noch ein Und dazwischen, was als Plus notiert wird, was dann sozusagen dementsprechend gezählt wird. 1 und 2 und 3 und 4 und, wie es auch in dem Beispiel geschrieben ist, wir haben 8 Hi-Hat-Schläge. Die Bassdrum ist auf der 1 und auf der 3 und auf der 3 und. Die Snare ist auf 2 und 4. Wir haben hier nicht nur 4 Schläge pro Takt, sondern 8, können uns demnach mehr künstlerisch entfalten und haben nicht nur 4 Schläge, sondern 8 Schläge, um uns kreativ auszutoben. Hier einmal der komplette Rhythmus mit laut mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Es ist natürlich immer sehr wichtig mitzuzählen, damit man genau weiß, auf welcher Zählzeit welches Instrument geschlagen wird. Und vor allem, es dient unwahrscheinlich gut der Selbstkontrolle. Wenn etwas komisch klingt oder wir unsicher sind, zählen wir einfach den Takt nochmal durch, gehen in Zeitlupe Schritt für Schritt die Instrumente durch und wissen ganz genau am Ende, wo der Fehler liegt. Dieser Rhythmus wird zweimal wiederholt. Wir haben wieder unsere zwei Faulenzer-Takte in der Mitte und zum Schluss kommt der Fill-In. Beim Fill-In haben wir die Snare auf Zählzeit 1 und 1 und, auf Zählzeit 2 und 2 und die Tom 1, dann auf Zählzeit 3 die Tom 2. Auf 3 und kommt nichts, weil auf der Zählzeit 3 eine Viertelnote steht. Diese überspringt das und, ist quasi eine Pause an der Stelle. Und auf 4 und 4 und haben wir Tom 3. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und nun einmal die ganze Zeile gespielt mit laut mitsprechen. 1 und 2 und 3 und 4 und. 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 Wenn man sich natürlich ausgiebig damit beschäftigt, muss man das Ganze wiederholen, dass man das gut verinnerlichen kann. Aus Zeitgründen verzichte ich jetzt, wie gesagt, mal auf die Wiederholung. Kommen wir zu den Sechzehntelnoten. Hier haben wir nicht nur wie bei den Viertelnoten 4 Schläge pro Takt oder bei den Achtelnoten 8 Schlägen pro Takt. Hier haben wir 16 Mal die Möglichkeit, uns kreativ auszulassen, haben 16 Schläge. Und hier kommen zwischen die Zahlen und die Uns jeweils noch das E und das A. Das wird jetzt ein bisschen knifflig, gerade wenn man jetzt mit den Vierteln und Achteln noch nicht so die Routine hat, ist das ein ganz schöner Zungenbrecher. Aber die gute Nachricht ist, wenn man viele Wochen und Monate lang sich gewissenhaft mit Viertel- und Achtelnoten beschäftigt hat, kann es sein, muss nicht, aber es kann sein, dass man dann gar nicht mehr so viel zählen muss bei den Sechzehntelnoten, weil man eben das wahrscheinlich auch schon visuell erfassen kann, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt hat. Natürlich bleibt das nicht aus, auch die ein oder andere Übung oder den Fill-In oder die ein oder andere Note auch mal mitzuzählen, um sich abzusichern und vor allem, um sich selber zu kontrollieren. Im folgenden Beispiel haben wir einen sehr praxisbezogenen Rhythmus. Bedeutet, wir bleiben bei der Achtel-Hi-Hat und die Sechzehntel werden erstmal nur durch Bassdrum und Snare repräsentiert. Bedeutet, wir haben die Bassdrum auf der 1, auf der 1a, auf der 3 und 3 und. Das erstmal nur gemeinsam mit der Hi-Hat gespielt. 1e und a, 2e und a, 3e und a, 4e und a. 1e und a, 2e und a, 3e und a, 4e und a. Dann kommt noch die Snare auf der 2 und auf der 2a und auf der 4 hinzu. 1e und a, 2e und a, 3e und a, 4e und a. 1e und a, 2e und a, 3e und a, 4e und a. Auch hier haben wir wieder unsere zwei Wiederholungen. Im vierten Takt haben wir dann ein Fill-In. Das ist aber kein Ganztaktiker oder Eintaktiker Fill-In, sondern der Fill-In bezieht sich nur auf die letzte Zählzeit, auf die Zählzeit 4. Und wir haben hier auf 4e und auf dem A den Schlag und auf dem Und ist eine Pause. 4, E und A, das ist der Fill-In. Ich spiele mal bloß den letzten Takt. 1, E und A, 2, E und A, 3, E und A, 4, E und A, 1, E und A, 2, E und A, 3, E und A, 4, E und A. Und nun ein Beispiel in einer etwas höheren Geschwindigkeit, wo man natürlich dann das Zählen weglassen kann, weil sonst kriegt man ja auch irgendwann keine Luft mehr, wenn man die ganze Zeit so schnell vor allem dann auch zählt. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie gesagt, sollte das auch zeitnah umsetzbar sein. Was hier noch zu erwähnen ist, ist die zweistimmige Notenschreibweise. Bedeutet,
Wir haben einmal 4/4 nur auf den Becken und 4/4 nur auf den Trommeln, dass es getrennt voneinander ist. Das hat klanglich keine Auswirkung, sondern ist einfach nur Geschmackssache, wie man die Sachen notieren möchte. Viele finden das besser, wenn die Hi-Hat für sich steht, mit 8 Achtelnoten und unten drunter für sich stehend Bassdrum und Snare. Da kommen natürlich ein paar Symbole noch mit dazu, wie zum Beispiel punktierte Noten bei Bassdrum und Snare, wie jetzt in dem Takt das Beispiel. Oder am letzten Takt auf der Hi-Hat der kleine Blitz auf Zählzeit 4 bei der Hi-Hat, weil ja dort nur der Fill-In geschlagen wird auf der Snare, bedeutet, auf der Hi-Hat wird an der Stelle nichts geschlagen. Und das ist natürlich auch immer so ein kniffliges Feld. Die Notenlehre sagt eben nicht nur, wann geschlagen wird, sondern auch, wann nicht geschlagen wird. Um jetzt auf einzelne Symbole, Punktierungen oder Ähnliches mit einzugehen, würde jetzt den Rahmen dieses Videos auf jeden Fall sprengen. Hier geht es wirklich nur um die Einsteigergeschichten, um vor allem um einen Überblick über das ganze Thema. Viele Sachen erklären sich auch von selbst, viele sind intuitiv zu handhaben. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und auch koordinativ da ganz gut durchkommt, sollte man auch schneller Erfolge haben. Kommen wir als nächstes zu den Triolen. Wir haben ja vorher Viertelnoten, Achtelnoten, Sechzehntelnoten kennengelernt. Um Triolen besser zu verstehen, das nochmal im Vergleich. Ich gebe mal ein Beispiel am Schlagzeug. Die Bassdrum spielt den Grundpuls, die 4/4. Und auf der Snare spiele ich die jeweiligen Notenwerte. Als erstes die Viertelnoten. 1, 2, 3, 4. Dann die Achtelnoten. 1, 2, 3 und 4. Und dann die Sechzehntelnoten. 1, 2, 3, 4. Und zum Schluss die Triolen. Da haben wir nicht 2 Schläge pro Viertel und auch nicht 4 Schläge pro Viertel, sondern 3 Schläge pro Viertel. Die Zählzeiten von Triolen sind 1 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Sachen zu zählen. Manche zählen auch 1 Tita, 2 Tita, manche zählen Triole, Triole. Macht auch jeder anders, kommt man aber auch schnell rein. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Meine Zählweisen sind wie gesagt 1 und E und damit hat jeder Schlag seine definierte Zählzeit. Kommen wir zum ersten Beispiel aus dem Kapitel 5.5.1 aus meinem Schlagzeug Lab of the Drumbook, die Übung B. Hier haben wir durchgehende Achteltriolen auf der Hi-Hat. 1 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E. Dann die Bassdrum auf der 1, auf der 1E, auf der 2E und auf der 3. 1 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E. 2 und E, 3 und E, 4 und E. Dieser Takt wird auch zweimal wiederholt. Und im vierten Takt haben wir dann einen Fill-In mit durchgehenden Achteltriolen. Und hier ist es auch ganz wichtig, wenn man eine etwas undurchsichtigere Figur hat, wie diese beispielsweise, dass wir Viertel für Viertel die Dreiergrüppchen durchgehen. Das erste Viertel 1 und E, das zweite Viertel 2 und E, das dritte 3 und E, 4 und E. Jetzt am Stück gespielt, 1 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E. Jetzt die ganze Zeile mal vorgespielt mit laut mitzählen. 1 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E, 1 und E, 2 und E, 4 und E, 1 und E, 2 und E, 3 und E, 4 und E. Auch hier aus Zeitgründen sparen wir uns die Wiederholung. Jetzt einmal etwas schneller vorgespielt, ohne zählen. Das war der Crashkurs zur Notenlehre für Schlagzeuger, für Einsteiger am Schlagzeug. Und ich hoffe, ich konnte hier einen guten Überblick verschaffen für die Leute, die sich mit dem Thema frisch beschäftigen oder beschäftigen möchten. Es ist natürlich ein großes Feld, was hier abgedeckt wird und auch dieses, wie gesagt, nur auf sehr oberflächlicher Ebene. Aber man kommt erstmal durch. Wenn man sich Lehrbücher kauft, wenn man auf YouTube oder aus dem Internet sich Noten besorgt und diese lesen und entschlüsseln möchte und spielen möchte, dann kommt man mit diesen Punkten auf jeden Fall erstmal gut durch. Viertel, Achtel, Sechzehntel und Triolen. Damit hat man erstmal ein gutes Grundgerüst, um dort ordentlich voranzukommen. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Wer diese und viele, viele weitere Noten haben möchte, findet diese in meinem Schlagzeug Lab of the Drumbook. Der Bestelllink ist unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.